That's it, and still... Well, I cannot... Yes. Intrigue? Yes. But I seem to recall... It is not... Oh! This is... Look! The first thing... So, hallo, Test, okay, cool. Ich bin soweit. Von mir aus kann's losgehen. Hallo, Metatron und hi, der Cludo. Wie geht's? Ich hoffe, der Stream funktioniert bei euch. Mein Kontrollstream hängt gerade, aber eigentlich... Ne, passt schon. War nur bei mir im Browser. Ich bin nicht zu hören, bin ich immer noch nicht zu hören, weil jetzt sollte ich zu hören sein. Ist natürlich blöd, weil wenn ihr mich nicht hört, dann hört ihr mich nicht. Hören mich jetzt. Dann ist gut. Dann war es nur die Verzögerung. Cool. So. Diesmal, heute, nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit für die Mission. Ich wollte gestern ein bisschen schnell durchfetzen und das war keine gute Idee. Heute wirklich mit Bedacht. Es ist nämlich schon hart hier, diese ganzen Monster. Ich habe die Kampfanimation auch wieder angemacht. Das ist... Nee, ohne Kampfanimation. Nee. Finde ich nicht gut. Hallo, Doofkopf. Hi. Mir geht's auch gut, danke. Mir geht's auch gut. Ich habe ein bisschen Zahnweh. Oh, ich hasse Zahnärzte. Das Zahnweh an sich ist nicht so schlimm. Die Vorstellung, dass ich zum Zahnarzt muss, deswegen ist das wirklich schlimme. Aber so ist es eben manchmal. Das Spiel ist ein bisschen sehr leise, oder? Bei euch. Ich drehe mal ein bisschen auf hier. So. Dann schauen wir mal, dass wir die jetzt so gut wie möglich wegkriegen. Ohne dabei zu sterben. Und ich sammle alle da unten. Ich lasse den Magister nicht vorgehen. Ich habe gestern gelernt, dass der Magister auch nicht unsterblich ist. Wer hätte es gedacht? Da muss man ein bisschen vorsichtiger sein anscheinend. That's my cue. Zum Glück... ist ja am Donnerstag jetzt gleich Special Stream. Der dauert dann gleich 3 Stunden. Dann kommen wir nämlich auch mal ein bisschen weiter hier bei Fire Emblem. Weil ich weiß gar nicht, ob wir heute überhaupt bis zur Story-Mission kommen. Ich hoffe es. Das wäre schon cool. Hättest du gerade ein paar spontane Tipps für mich? Bin in Fallout 2 gerade in New Reno unterwegs. Spontane Tipps. Für was denn? Das ist in Fallout 2 so eine Sache, weil das halt noch so ein Hardcore-Rollenspiel ist. Da hängt es ja immer ganz stark davon ab, was du willst, was du machen willst und was für einen Charakter du spielst. Ich habe mal gemeinsam mit einem krassen Nahkämpfer, der ein totaler Psychopath war, und Dogmeat
ganz New Reno ausgeräumt. Der war da schon ziemlich hochlevelig und ich habe verdammt oft neu laden müssen. Aber ich habe es geschafft, dass ich New Reno wirklich komplett kaputt mache einfach. Ja, ein paar Zivilisten, die waren noch unterwegs. Alles, was nicht aggressiv wurde, als ich das Gemetzel angefangen habe in irgendeinem Casino. Das war ganz witzig. Also wenn es darum geht, dass man Spaß hat, ist das ein guter Tipp, finde ich. Aber vernünftig ist es nicht unbedingt, wenn man im Spiel viel Quests erleben will und so. Boah, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, welche Mission du zuerst machst. Was gibt's denn in New Reno? Ich bringe auch ehrlich gesagt den ersten und den zweiten Teil immer ein bisschen durcheinander. Es gibt da hauptsächlich Casinos und die Casino-Vorsteher quasi, die Casino-Oberhäupter. Huh. Man kann da ziemlich gut Geld verdienen, wenn man den Charakter mit viel Glück hat. Da kann man sich ziemlich hoch boosten, wenn man will. Hi, Desert Railgun, hallo. So, das habe ich früher in Gothic gemacht. Sobald man nicht mehr reinkommt, das gesamte alte Lager ausrotten. Ja. Sowas ist schon manchmal lustig. Und das sind immer genau die Sätze, die Außenstehende immer schockieren, die selber keine Videospiele spielen. Ja, und dann habe ich das ganze Lager ausgerottet und alle abgeschlachtet. Das war echt lustig. Und dann habe ich noch die Leichen gestapelt und einen riesen Berg gemacht und bin mit dem Auto reingefahren. Aber es ist halt lustig. Und wenn es noch so psychopathisch klingt. Ja, ein Wolf weniger. Gut gemacht, Ferdinand. Greatness awaits me. Ferdinand hat's drauf. Ferdinand sieht als Erwachsener voll Metal aus. Aber dazu kommen wir noch. Daneben. Schade. Bernadetta, schade. Hilft es eigentlich, wenn ich meine Begleiter beim Auto lasse, damit es nicht gestohlen wird? Nee, dass es gestohlen wird, gehört zur Story. Das ist eine ziemlich coole und interessante Quest. Die würde ich sogar machen. Das ist nur ein bisschen schwierig, das Auto dann zu finden, wenn man nicht in dem Guide nachguckt, so wie ich es gemacht habe, nachdem wir das Auto gefunden haben. Stimmt gar nicht, beim ersten Mal spielen habe ich nicht in dem Guide geguckt, da hat es mir ein Freund verraten, dass man da in diese komische Werkstatt hinten am anderen Ende der Stadt muss. Aber dass das gestohlen wird, muss sogar so sein. Das ist gut so. In meinem ersten Fallout 2 Let's Play habe ich so überhaupt nicht gecheckt, dass mein Auto gestohlen wurde. Ich bin dann zu Fuß weitergelatscht und habe mir gedacht, warum bin ich so langsam? Und dann bin ich unten angekommen und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, ey Mann, wo ist mein Auto? Huh. Typisch ich, würde ich sagen. In Mad Max ist auch jeder mit einer Autobahn dem Tode geweiht, ja. Ich meine, ich war nie so ein großer GTA-Fan. Ich habe zwar fast alle gespielt, aber eigentlich immer nur total blödlich. Ich habe die Mission nur so weit gespielt, bis ich die Möglichkeiten freigeschaltet habe, damit ich mich austoben kann. Und ansonsten war das wirklich immer so ein totaler Amoklauf-Simulator. Man will es gar nicht zu laut sagen, nicht, dass die Nachbarn hören. Aber es ist halt ein Spiel. Aber das, glaube ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das irgendwie ältere Leute, die zu den Medien überhaupt keinen Zugang haben,
dann von solchen Aussagen irgendwie schockiert sind. Ich kann es mir wirklich gut vorstellen. Ich kann das nachvollziehen. Wenn man nicht drinsteckt. Ich hätte gern seine Rüstung zerstört, damit wir seltene Schmiedematerialien bekommen, aber so geht's auch. Oh, die hat nur eine 78%ige Trefferchance. Dann schauen wir mal, ob es noch wer anders rumreißen könnte, vielleicht. Yeah, Fernstreckenzauberer Lorenz macht das. Magnificent. Ja, den kannst du wieder mitnehmen. Also, ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher, ob das einen Unterschied macht, ob deine Begleiter beim Auto warten oder nicht. Ich habe es nie getestet. Ich glaube erstens nur nicht und zweitens steckt da eben eine Quest dahinter, die... Also, das beabsichtigt und muss so sein, dass dein Auto gestohlen wird, wenn du das erste Mal ankommst. Aber möglicherweise könnte man es umgehen. Ich weiß es nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt. Das ist ja auch so ein Merkmal von älteren Rollenspielen, dass da so viele Kleinigkeiten und Quirks und Geheimnisse drinstecken, dass man als einzelner Spieler eigentlich so gut wie nie alles mitbekommt, wenn man nicht irgendwie nachliest. Und das mache ich selten. Also wenn es um Story geht, die ich nicht verstehe. Oder mehr wissen. More Hawks. This is bad. We'll be caught from both sides. San Andreas fand ich wegen der Gang-Mechanik eigentlich voll cool. Das habe ich auch wirklich so gespielt, wie man spielen soll, ziemlich lang. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und gerade im vierten war aber, finde ich, die Physik, die... Passanten, Animationsphysik, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. So diese generierte Animation, die irgendwie bei Zusammenstößen oder bei Betrunkenheit oder sowas da gemacht wird, war einfach so gut. Das hat so Spaß gemacht, diese Ragdoll-Physik einfach nur zuzugucken. Ich habe da auf YouTube teilweise ewig lang so Fail-Compilations gelesen, wo Leute einfach nur aus dem Hubschrauber springen und an Gebäuden entlang schlittern und lauter so Sachen, weil es einfach so schön ausgesehen hat. Teilweise schon fast ein bisschen zu schmerzhaft, aber ist gerade noch cool. Das hat mir total gut gefallen. Das war dann im Fünfer, finde ich, nicht mehr so gut. Ich habe auch mal gelesen, dass die das zurückgeschraubt haben, weil es eben zu realistisch war. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe und ich weiß nicht, ob es stimmt. Back to the fray. Aber irgendwoher habe ich diese Information und mir scheint es realistisch, also mir scheint es plausibel zu sein, weil es wirklich nicht mehr so gut aussieht. Das Ganze. Aber für mich war das beste GTA immer noch Vice City. Das habe ich auch von mir hinten durchgespielt, weil ich das einfach echt cool fand. Diesen Miami Vice-Stil fand ich einfach echt witzig. No hesitation. Oh, yeah. Kritischer Vogelhauer. Ich hab einen Key bekommen für Ancestors. Und das finde ich eigentlich cool. Also ich muss es kurz, Ancestors wurde auf der E3 schon vor 2 Jahren, glaube ich, vorgestellt. Und da hat schon meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Weil das Konzept dahinter finde ich echt richtig cool. Und zwar spielt man da quasi die Menschheitsgeschichte evolutionär in den verschiedenen Stufen von Australopithecus oder sogar noch weiter zurück bis zum Homo sapiens quasi durch. Und das Gameplay, die Gameplay-Elemente sind dabei sehr stark an die Fähigkeiten, die die Menschen zu dem Zeitpunkt, in dem Entwicklungsstadium hatten, damit es möglichst realistisch abgebildet wird und eine möglichst coole, interessante Erfahrung wird, damit man sich vorstellen kann, wie unsere Vorfahren so gelebt haben. Und das finde ich vom Konzept her echt super. Und ich habe jetzt mal so 2-3 Stunden reingespielt und leider ist das Spiel echt nicht gut, ey. Ah, ich weiß nicht, das ist...
Nee. Es ist irgendwie technisch voll in Ordnung, voll gut. Und auch sonst passt eigentlich alles damit. Da kann man sich nicht beschweren. Und es macht einfach keinen Spaß. Es ist so verkopft und viel zu viel Mechaniken, die teilweise überhaupt nichts bringen. Und zu viele Doppelknopfbelegungen, was einfach zu viel ist. Viel zu viel. Und außerdem weiß ich nicht mal genau, was ich eigentlich die ganze Zeit so mache. Aber das könnte an mir liegen, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall finde ich das Konzept so genial und die Umsetzung so problematisch. Oder vielleicht lässt sich das Konzept auch einfach nicht besser umsetzen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es sehr schade. Ich werde auf jeden Fall weiterspielen und kann mir auch vorstellen, trotzdem oder vielleicht auch deswegen ein paar Videos dazu zu machen. Aber, ja, naja, mal schauen. Das wollte ich absolut nicht, aber gut. Jetzt ist es passiert. Ich stelle jetzt hier eigentlich nur ein paar auf, damit die als Mauer dienen, damit ein paar andere von meinen Einheiten hier geschützt sind. Ich hoffe, dass das hinhaut, so wie ich mir das jetzt vorstelle. Ferdinand, du musst auch noch irgendwo hin. Ich weiß aber ehrlich gesagt, na, schauen wir einfach mal, was passiert. Vielleicht stirbt wieder wer. Bei so One-Hit-Kill-Riesenmonstern ist das einfach immer echt gefährlich. Okay, das geht noch gut aus, aber wenn Hubert nochmal angegriffen wird, haben wir ein Problem. Ah, okay. Das ist natürlich nicht schlecht, dass der jetzt critical hittet. Das heißt, es gibt keinen zweiten Angriff auf Hubert. Wen greift der andere Vogel an? Und der Wolf? Das sind jetzt die wichtigen Fragen. Mein Vater überlebt den einen Angriff, aber wirklich nur den einen. Oh, heute ist critical day bei denen. Aber der Wolf wird jetzt gefährlich. Wolf, mach jetzt keinen Blödsinn, okay? Komm schon, Wolf, sei cool. Nein, Wolf, du sollst cool sein und kein Arsch. Der Wolf ist ein Arsch. Ah, verdammt. Beim Wolf ist leider auch Critical Day. Hi, Ratze. Hallo. Ach, und hi, Senza übrigens. Aber ich glaube, gerade in älteren Rollenspielen, wo das noch wirklich möglich war, hat das doch jeder irgendwie mal gemacht, oder? In seinen Spielen, die er gerne mag, einfach mal absolut alle umbringen irgendwo. Schon allein, um zu sehen, ob es geht. As you wish. I will get the victory. Please, please get the victory. Ich glaube dir leider nicht. Es ist nichts gegen dich persönlich. Aber wie solltest du den Victory getten? Es ist ein bisschen zu krass hier. Vielleicht, aber jetzt steht Bernadetta schon vorne. Wenn Bernadetta jetzt nicht vorne stehen würde, hätte ich jetzt einfach alle anderen zurückgeholt. Aber wenn ich jetzt alle anderen abziehe, dann wird Bernadetta zu krass angegriffen und das ist doof. Er könnte sogar den Wolf angreifen, aber das bringt uns nichts. Oh, das ist echt mit den Charakteren, die ich hier momentan habe, noch eine verdammt krasse Quest. Ich weiß nicht, ob die schon gut genug dafür sind. Wie viel extra Leben habe ich? 3. Ah, oh, das ist echt voll problematisch hier. Okay, so wie es jetzt ist, würde jeder nur einmal angegriffen werden. 3 sehr schwache und fragile Charaktere, aber jeder nur von einem Angreifer. Das könnte sein. Das gibt bei Elix immer noch. Ja, es gibt immer noch coole Spiele. Das hat mich bei Skyrim echt geärgert, dass es da plötzlich unsterbliche NPCs gab. Das hat mich wirklich genervt. Ich wollte da auch mal die ein oder andere Stadt auslöschen. Oh, oh, wartet mal kurz, Kater liegt auf der Tastatur. Komm her. Kater. So. Genau. Dass es da eben Unsterbliche gibt und dass die immer wieder aufstehen und man hat nicht mal seine Ruhe. Wenn die wenigstens mal für ein paar Tage oder so verschwinden würden und dann spawnen die neu, könnte ich damit noch eher leben. Aber das fand ich wirklich doof. Jawoll! Critical Counterattack! Strike Deluxe! So, und jetzt kommt es wieder auf den dritten Vogel und den Wolf an.
Der Wolf wird wieder Bernadette angreifen. Ich weiß es genau, weil die NPCs in dem Spiel gnadenlos sind. Sie suchen sich wirklich gezielt Leute zum Abstauben. Die Schweine. Ja, er macht es wirklich. Boah, Wolf, wie du mir auf die Nerven gehst. Er hätte sogar eine schlechte Trefferwahrscheinlichkeit gehabt, aber... Tja. Ja, war es nicht in Oblivion so, dass man eine Nachricht bekommen hat? Das fand ich nämlich eigentlich eine super Lösung. Dass das Spiel dann gesagt hat, so, ja, okay, du kannst jetzt weiterspielen, aber jetzt, wo der tot ist, ist es doof, weil das und das geht jetzt nicht mehr. Das finde ich super. So sollte man das machen, finde ich. Dann weiß man, worauf man sich einlässt. Okay, neuer Plan. Alle ziehen sich ganz weit nach hinten zurück, bis auf die paar, die wirklich effektiv gegen die kämpfen können und fertig. Ich wollte ein bisschen schauen, dass alle gleichmäßig trainiert werden, aber nicht in der Mission. In der Mission wird niemand gleichmäßig trainiert. Ich muss jetzt echt schauen, dass ich die anderen alle aus der Gefahrenzone rausbringe irgendwie. Ich hoffe, das schaffe ich überhaupt. Das wäre schon ziemlich gut. Ich habe Arcanum leider nie gespielt. Ich kenne es schon, aber ich habe es leider nie gespielt. Das muss ich echt mal nachholen. Sehr gut. Der Riesenwolf ist jetzt auf Edeltraut, Hildegard, Edelgard, genau. Ferdinand hält aus. Ich glaube, Ferdinand hält das aus, wenn er von ein paar Vögeln attackiert wird. Genauso wie Petra. Meine Magier ziehe ich aber jetzt alle ein bisschen zurück. Die dürfen dann, wenn die Vögel näher gekommen sind, die Vögel, dann dürfen die ausschwärmen und ihre super Vernichtungsattacken starten. Aber bis dahin halten die sich jetzt bitte zurück ein bisschen. Jetzt steht Bernadette wieder im Angriffsbereich von dem einen Vogel. Aber es ist nur der eine Vogel. Und, yeah, ganz genau. Langstrecken Zauberer Loren schlägt wieder zu. Ich wollte fast sagen, es hat sich ausgevögelt. Hab's dann aber nicht gemacht, weil ich entdeckt habe, dass da irgendwie, das könnte man missverstehen. Und dann habe ich es doch gemacht, was irgendwie doch lustig ist. Aber was dafür in Skyrim einfach einer der witzigsten Exploits oder Glitches oder wie man es nennen will ist, das ist, finde ich, so genial. Was wirklich auch interessant ist, finde ich, dass das wirklich funktioniert, dass man Händlern einen Eimer auf den Kopf setzt und dann sehen sie nichts mehr und dann kann man eben den ganzen Laden ausräumen. Dass das wirklich funktioniert, dass die Charaktere wirklich, also dass die NPCs wirklich die Kamera quasi vor ihren Augen haben und nur das wahrnehmen, was wirklich in diesem Kamerafeld ist, ist schon verdammt cool, finde ich. Das ist wirklich so ein Grad an Simulation, das gefällt mir echt gut. Und dass das dann funktioniert, dass man sie einfach... ich meine, gut, dass sie nicht darauf reagieren, wenn man ihnen plötzlich einen Eimer auf den Kopf setzt, spricht natürlich nicht so für die KI. Aber grundsätzlich von der Technik her ist das, finde ich, auch echt faszinierend und gleichzeitig echt witzig. Das gefällt mir echt gut. So, der Wolf ist erstmal betäubt. Ferdinand, du hast echt gut durchgehalten hier, aber jetzt haben wir hier mit drei Geiern zu tun. Oh, ich bleib mit den Magiern hinten. Die Petra geht jetzt vor. Der Ferdinand geht ein bisschen zurück, damit er hier gemütlich geheilt werden kann. Thanks. Bitte schön. So kriegen meine Magier auch Erfahrungspunkte. Jetzt muss ich mal gucken. Die Angriffsreichweite der Einzelnen. Der hier ist der gefährlichste. Von der Reichweite her der beste. Ich markiere mal die anderen beiden. Nee, trotzdem. Nee, lieber nicht.
helpful. Lieber nicht. Ich habe mir gedacht, mit Lorenz könnte ich vielleicht ein bisschen Langstrecken zaubern hier, aber lassen wir es lieber. Dafür kann der hier den da attackieren. Mit Spaghetti. Das zeigt eigentlich, wie gut die an sich programmiert sind, wenn die ein echtes Sichtfeld haben. Ja, total. Wie oft ist das vor allem sogar auch in Schleichspielen so? Oder, naja, gut, in Schleichspielen ist es tatsächlich selten. Also das stimmt nicht. Aber in ganz vielen Spielen ist es so, dass die Gegner immer durch übernatürliche Kräfte sofort wissen, wo du bist. Oder irgendwie auf Sachen reagieren, die für die eigentlich überhaupt nicht ersichtlich sein könnte. In Schleichspielen ist es ja eher andersrum. Da haben die ein Sichtfeld, als hätten die einen Karton mit einem ganz kleinen Schlitz vorne auf oder so. Da ist das schon beeindruckend, dass die in Skyrim tatsächlich ein echtes Sichtfeld haben. Das finde ich wirklich cool. Also nicht nur, dass sie eins haben, sondern dass sie auch dementsprechend reagieren. Und dass der Händler nicht automatisch weiß, hier wurde was gestohlen aus meinem Laden. Also löse ich mal das und das aus. Sondern nur, wenn es sieht. Ja, jetzt reg dich mal nicht so auf, wilde Dämonenbestie. Moment mal, noch mehr! The Hawks are still coming. Perhaps we should see to those before we deal with the beast. Ja, finde ich gut. Petra wurde leider petrifiziert. Die kann jetzt leider hier sich nicht mehr bewegen. I am Ferdinand von Iron. Ach, um Ferdinand von Iron kann sich nicht weit genug bewegen. Das ist ja auch nervig. Aber hier ist das jetzt echt gerade ein bisschen brenzlig. Verdammt nochmal. Okay, Bernadetta muss sich zurückziehen, auf jeden Fall. Vielleicht, jetzt muss ich den wieder... Obwohl, ist gar nicht so schlecht. Und den markiere ich auch. Aha, der Wolf kann bis hinten angreifen. Das ist schlecht. Und wenn ich den Wolf blockiere... Warte mal, kann ich den Wolf blockieren, wenn ich mit... Nee, so nicht. Nee. Knifflig. Das ist ja wie ein Puzzlespiel schon fast eher. Ich lasse Lorenz jetzt mal absichtlich auf dieser Plattform hier stehen, weil da gibt es Heilung und mehr Rüstung und sowas. Der dürfte das schon aushalten. Ja, sie müssen jetzt einfach echt die Nahkämpfer machen. Die müssen die Monster blockieren, so gut es geht. Die Fliegenden kann man halt so schlecht blockieren, weil sie fliegen. Konzentrieren wir uns erstmal auf einen, alle zusammen, zu dritt hier. Aber der ist der ungefährlichste für meine Leute. Dann konzentrieren wir uns lieber zu dritt auf den da mal. Ah, das ist eine gute Idee. Ich versuche 70% die Chance zwar nur, aber dafür könnte ich den Vogel dann auf Kasper eichen. Genau, jetzt kann er keinen anderen mehr angreifen, das ist gut. Und das gleiche machen wir jetzt mit den anderen beiden auch. Da habe ich gar nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. So hätte ich es machen können, von Anfang an. Dann hätten wir jetzt meine Fernkämpfe doch noch attackieren können. Aber ist schon okay. Dann haben wir jetzt die Runde mal Ruhe von denen, einigermaßen. Oh, Hilda hat... Hilda, ach so, die sind schon geflohen. Ah, Hilda kann überhaupt kein... Aha, überhaupt keine Dingsy-Attacke machen. Keine Dingsy-Attacke. So, jetzt schauen wir mal. Das stimmt. Das ist übrigens auch in Resident Evil 2 Remake ziemlich cool. Das fällt einem gar nicht so ein, aber da haben wir auch sehr gut drauf geachtet, dass die ganzen Viecher verschiedene visuelle und auditive Wahrnehmungsbereiche haben und reagieren da auch sehr gut drauf. Wenn man da mal mit einem Licker ein bisschen rumexperimentiert, dann sieht man, wie gut das gemacht ist. Das ist wirklich toll. Und zwar auch übers ganze Haus verteilt. Das ist nicht nur in dem Raum, in dem man sich befindet.
Der Mr. X hört einen tatsächlich eher, wenn man rumrennt und rumschießt. Und dann kommt er gezielt zu einem. Wenn man es vermeidet zu schießen und sich langsam durch Räume bewegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einen hört, klein. Wahrscheinlich, also das weiß man nicht genau, aber wahrscheinlich hat das Spiel tatsächlich immer im Hinterkopf, wo sich Mr. X gerade befindet, auch wenn er nicht geladen ist, und testet quasi bei allem, was der Spieler macht, ob das jetzt im Hörradius von ihm ist oder nicht. Das ist schon auch ziemlich faszinierend, finde ich. It's over. So Kleinigkeiten in Spielen, die man in Spiele, die man als Spieler teilweise selber nicht mal bemerkt beim Spielen, finde ich immer super faszinierend. Sowas gefällt mir. Deswegen bin ich auch von Dwarf Fortress so begeistert, weil da während man seine kleine Aufbausimulation spielt, die es ja theoretisch 100 Mal gibt, in anderer Form, einfach eine gigantische Welt simuliert wird und Millionen, naja, das kommt davon, wie groß man die Welt einstellt. Wenn man die nötige Hardware hat, dann Millionen, aber auf jeden Fall viele Tausende von NPCs im Hintergrund ihr Leben führen und Entscheidungen treffen. Und man sieht halt, während man spielt, immer nur dieses winzige Fenster, in dem er seine kleine Burg baut. Man kriegt gar nicht mit, wie sich die gigantische Welt währenddessen auch mitverändert. Das finde ich echt cool. Also man kann dann im Nachhinein lesen, was sich währenddessen verändert hat. Das ist keine komplette Blackbox, das Spiel. Sonst wäre es irgendwie komisch. So, der Vogel ist erstmal nicht mehr unser Problem, zum Glück. Die Runde zumindest. Das heißt, ich kann meine Magier wieder alle in Sicherheit fliehen lassen. Das ist echt so nervig, dass hier nur ein paar meiner Charaktere im Endeffekt kämpfen können. Und alle anderen müssen dauernd weglaufen. Wow, Ferdinand, dir geht's gar nicht mehr so super gut. Kann das sein? Ich will mal schnell zum Heilexpress. Die muss jetzt hier einfach stehen bleiben. Die Dorothea. Ich hoffe, das haut hin. Soll ich mehr Angriffsfläche bieten mit meinen anderen Magiern so ein bisschen? Das ist schon wieder zu riskant. Nein, ich mache es nicht. Tu es nicht. Das endet nur wieder in Tod und Leid. Genau, halten lieber die Bernadetta vorsichtshalber, auch wenn die eh nicht im Gefahrenbereich steht. Und den bewegen wir auch noch weg. Hier, du kannst den Vogel wahrscheinlich abstauben, oder? Nein, nicht ganz, aber nächste Runde ist er dann fertig. Na dann. Was machst du? Naja, besser als nichts. So, jetzt bin ich gespannt. Das könnte jetzt wieder ein bisschen für die Dorothea gefährlich werden. Ich hoffe nicht, aber schauen wir mal. Oh, Kasper kriegt auch ganz schön was ab gerade. Nicht, dass ich den übersehen habe. Ah, sieht gut aus. Alles okay. Weil der eine Vogel wird niemanden machen. Nicht mal die Dorothea. Oh mein Gott, aber so knapp nicht, dass es nicht lustig ist. Boah, shit. Okay, ist schon okay. Alles gut. Alles gut. Kein Problem. Ich habe ehrlich gesagt bei Dwarf Fortress überlegt, und ich glaube, das klingt jetzt eher witzig, aber ich glaube, dass das wirklich ein cooles Format sein könnte, dass ich mir aus meiner Dwarf Fortress Welt, die ich ja gespielt habe, da habe ich ja auch privat ein paar Dwarf Fortress gemacht, interessante Geschichten raussuche und die ein bisschen stimmungsvoll und schön verpacke und dann Dwarf Fortress Lore Videos mache. Aus meiner eigenen Dwarf Fortress Welt im Grunde die interessanten Geschichten rauspicken. So ein bisschen auch als Demo für das Spiel, damit man sieht, wie mächtig dieser Weltgenerator
Diktator ist, weil da passieren wirklich verrückte Sachen. Ich weiß nicht mehr genau wer, deswegen kann ich es nicht sagen, aber ich weiß, dass nach dem Zusammenbruch der Mine, des Dwarf Fortress, die wir im Let's Play gemacht haben, zwei der Patreons in eine Stadt in der Nähe gezogen sind und geheiratet haben. Sehr viel Zeit ist noch nicht vergangen, die haben noch keine Kinder oder so, aber da könnte eine ganze Ahnenreihe draus werden, wenn ich lang genug weiterspiele. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, Desert Railgun und irgendein anderer, ich weiß es nicht mehr. Aber irgendjemand, zwei von den männlichen Patreons haben geheiratet. Weil ich glaube, einer von den männlichen Patreons war ein weiblicher Zwerg. So kann es halt mal gehen manchmal. Genau. Das war witzig. Das habe ich mir gedacht. Ha! I went overboard. Das ist lustig. So, du kannst jetzt deinen Vogel abstauben. Vogel abgestaubt. Oh, das ist nicht gut. Bernadette, du hast doch so eine gute Reichweite, oder? Du kannst ihn doch bestimmt auch genau so attackieren, dass er sich nicht wehren darf. Ich traue mich jetzt gerade so ein bisschen in die Gegenoffensive zu gehen. Ich hoffe, es ist noch nicht zu früh. Aber drei Zurückspul-Extra-Leben haben wir ja noch, wenn es wirklich notwendig ist. Spaghetti! Wie heißt jetzt aber wirklich? Sagitte. Ich habe den noch nie wirklich gelesen, glaube ich. Das Wortbild hat mich an Spaghetti erinnert, also heißt der Zauber Spaghetti. So funktioniert mein Hirn meistens bei solchen Sachen. Deswegen geht es wirklich teilweise so bei so Fantasy-Spielen, die ich ganz lange gespielt habe, dass ich dann mit anderen Leuten drüber rede und die erzählen mir irgendwas von irgendwelchen Charakteren. Und ich sage so, wer? Und dann sind die ganz verdunst und sagen, dein Hauptbegleiter, den du von Anfang an dabei hast. Und dann sag ich, ach so, Burger Bert, jetzt weiß ich, wen du meinst. Weil ich die Namen teilweise kein einziges Mal wirklich Buchstabe für Buchstabe auslese, sondern wenn mir das Wortbild irgendwie bekannt vorkommt, wenn das irgendeine Assoziation in meinem Hirn auslöst, dann heißen die Charaktere so und fertig. Und das ist auch gut so. Oh, Bernadette ist schon wieder eingefroren. Die kann sich schon wieder nicht bewegen. People like me are quick. Ich muss mal ganz kurz meine Katzen rauslassen. Die sitzen vor der Tür. Ich habe vorher zugemacht, weil die Merle noch gesaugt hat. So, geht schon wieder weiter. Wer wartet? Was habe ich gerade gemacht? Ach so, nachdem er angegriffen hat. Ja, okay, warum nicht? Ach ja, du bist so gut wie tot, Kaspar, ne? Kaspar, mach mal kein Theater hier. So, und dann kann, genau, die Hilda ihm noch das letzte Feld kaputt hauen, das letzte gelbe Schutzfeld. Puh, gerade so. Ihre Genauigkeit ist ja nicht gerade toll gegen die Vögel. Aber der ist jetzt erstmal benommen und kann die nächste Runde nicht angreifen. Und jetzt können wir Kaspar aus der Gefahrenzone bewegen und ein Heilmittel reinwerfen. Ich hätte ihn auch auf das Heilfeld stellen können, ne? Naja, fast zu gefährlich ein bisschen. Jetzt kommt gleich die krasse Dämonenbestie. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, das ist natürlich jetzt gemein. Jetzt greift er gleich drei gleichzeitig an. Trifft zwei davon.
So. Jetzt macht ihr bitte mal den Vogel hier kaputt. Und zwar so, dass er euch nicht kaputt macht dabei. Bernadette hat es geschafft. Weil ich habe vor, dass ich jetzt den Magister noch schnell zur Schatzkiste hochlaufen lasse. Ich hoffe, das haut jetzt hin. Genau, ich glaube, sie kann sich mit der Dämonenbestie ganz gut anlegen. Das dürfte nicht das Problem sein. Und ihr müsst den Vogel hier bitte noch hauen. Wobei, Ferdinand, vielleicht reitest du schon mal vor und haust den Vogel hier. Weil du und Petra, die könnten den Vogel, glaube ich, wegkillen, hoffentlich. Mit ein bisschen Glück dürfte das hinhauen. So, und dann könntet ihr alle nämlich gemeinsam theoretisch den dann noch killen, wenn ihr es hinkriegt. Oh, das ist schon mal gut. Naturally. Sehr schön. Cool. Das hat alles ganz gut hingehauen jetzt. Unsere Magier sind in Sicherheit. Ich mache mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen um die Petra. Falls die Dämonenbestie jetzt sich doch noch umentscheiden sollte und die beiden da oben angreift, bin ich mir nicht sicher, ob die fit genug sind, ehrlich gesagt. Aber wartet mal. Da können wir doch was dran ändern. Nein, können wir nicht. Ah, Mist. Der hat keinen Fernheilzauber mehr. Okay, das ist gut. Die Edelgard hält das aus. Der Edelgard macht es nichts aus. So ein bisschen giftige Säure. Die hat noch keinem geschadet. Ehrlich gesagt hat der die mehr fertig gemacht, als ich dachte. Aber wie gesagt, die hält das aus. Kannst du noch Prärogative? Ja. Gut. Well done. I want to be all I can. So, das läuft schon wesentlich besser als gestern alles. Jetzt müssen wir nur schauen. Ah, Edelgard kann das Vieh jetzt nicht auf sich binden, leider. Weil es so schwer ist. Wer hat denn noch ein Bataillon dabei eigentlich? Irgendwie keiner mehr so wirklich, oder? Die sind schon alle haben sich zurückgezogen. Nur die Magier. Und die dürfen natürlich das Monster jetzt nicht gerade auf sich ziehen. Ich könnte versuchen, dass wir alle vier Felder zerstören. Das wird nicht leicht. Aber dann wäre es benommen und darf nächste Runde nicht angreifen. Versuchen wir es. Den Versuch ist es wert. Mir ist überhaupt nicht reagiert. Mir ist einfach nicht reagiert. Halt. Ich gehe jetzt auch aufs Ganze. Solange meine Charaktere im Gegenschlag nicht sterben, haue ich jetzt alles raus, was die zur Verfügung haben. Weil wenn wir ihn betäuben, ist alles cool. Und wenn es nicht reicht zum Betäuben, dann haben wir sowieso ein Problem. Ah, der hat nicht mal genug Reichweite, um anzugreifen. Das ist natürlich schlecht. Und Kaspar ist so gut wie tot. Okay, zwei Felder hat er noch, die wir kaputt machen müssten. Ich
Weiß nicht, ob wir das schaffen, ehrlich gesagt. Weil die brauchen teilweise zwei Angriffe, damit die kaputt gehen, nicht nur einen. Das Level hat sich Ferdinand echt verdient in der Mission. Okay, ich glaube, wir schaffen's. Bernadetta kommt als Heldin in letzter Sekunde und schießt den entscheidenden Pfeil. Es sieht nicht sehr eindrucksvoll aus, aber es ist es. Da, das Level hat sie sich verdient. Ausgezeichnet. Das war aber wirklich knapp. Ich glaube, obwohl doch, Helmut hätten wir auch noch als Backup gehabt, wenn es nicht gereicht hätte. Sehr gut. Annie. So, und wen heilst du? Niemanden. Warte mal, was kannst du denn auf Entfernung? Erneuerung. Ah, stimmt, es heilt alle innerhalb von einem gewissen Gebiet. Niemand geheilt? Tja, komm vor. So. Jetzt müssen wir uns nur vor seinen Gegenschlägen in Acht nehmen, aber er ist schon bei der letzten Energieleiste. Das kriegen wir hin. Ich befürchte, dass unser Magister es jetzt leider doch nicht mehr zur Schatzkiste schafft. Oh, ein dritter Zufallszusatzschuss, der zufällig passiert und dann auch noch kritisch. Bernadetta staubt die wilde Dämonienbestie einfach ganz alleine ab. Das macht mir jetzt ehrlich gesagt meinen Plan ziemlich kaputt. Weil jetzt kann es mein Magister gar nicht mehr zur Kiste schaffen. Aber ich schätze mal, das ist okay. Na gut. Es ist vorbei, du meine Güte. Das verlief wirklich nicht wie geplant. Let us return, before any more hawks or wolves join us. But what was that demonic beast doing within the Red Canyon? Puh, das war hart. Aber das macht mir Spaß. Wow, jetzt wurde, der... Oh, ich sehe gerade, dass ich eine schwache Stream-Verbindung habe. Ich hoffe, es geht noch. Schreibt mir mal kurz, ob noch alles hinhaut, weil mir wird gerade angezeigt, dass meine Internetverbindung sehr brüchig ist. Schwache Videoausgabe. YouTube empfängt nicht genügend und es geht wieder. Okay, alles klar. Na gut. Was wollte ich sagen? Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich angefangen habe. Ach so, genau. Heute kam ja mit einem Update... der super Hardcore-Schwierigkeitsgrad für Fire Emblem. Da werde ich privat mal nochmal ein Savegame starten müssen. Einfach nur, um mir den anzusehen. Aber das ist jetzt schwer. So eine Mission dann auf super schwer. Das, boah. Aber da bin ich gespannt. Grundsätzlich bei rundenbasierenden Spielen macht mir ein hoher Schwierigkeitsgrad echt viel Spaß. Da bin ich auch relativ frustresistent, wenn man ab und zu scheitert. Aber es gibt Grenzen. Wenn ich keinen Ausweg mehr sehe, dann ist es halt blöd. Ich würde da auch in Kauf nehmen auf super duper schwer, dass vielleicht sogar der ein oder andere wirklich stirbt. You are safe, Professor. It was rather reckless of you to venture out alone like that. I suppose we came out here without permission too. If we all wish to avoid punishment, perhaps we can all agree that we came out here for an extracurricular activity. Let's leave it at that. Still, I would like to know what brought you to this valley in the first place. Oh dear, I put us in a bit of danger there. We are most fortunate that those delinquents followed us. You very nearly met your end. What a marvelous professor you must be, for all your students to be so concerned. Darauf bin ich stolz. Hm. You seem more confident in your ability to teach. But that makes sense, as you have me to help you out.
How disappointing to have dived so deeply into danger, and yet to have nothing to show. Huh? What is this strange feeling? My memories. Do you feel them stirring? How curious. You seem to have grown stronger. And all thanks to our journey to Xanadu. It really was worth all that effort. Ich habe was gefunden. Wirklich? Was haben wir denn bitte gefunden? Liebe. Huh? You found this? I dare say you may find a use for that. You should decide how best to use that thing. But wow, we got a lot out of this trip. It was a bother for a spell, but in the end, I feel we should think fondly of our little trip. We actually had a delightful time, wouldn't you say? Ja, wir hatten eine total tolle Zeit, gegen riesige Vögel zu kämpfen und Wölfe. Du sitzt nur in meinem Kopf die ganze Zeit. Du musst nicht die Arbeit machen. Göttliches Plus hat sich erhöht. Das ist gut. So. Ja, dann machen wir gleich noch die nächste Nebenquest, oder? Weil die hier haben keine zeitliche Begrenzung, glaube ich. Wobei die da unten halt Level 11 und 13 wären, was natürlich schon ganz nett wäre. Okay, machen wir die gemütliche Level 11 Quest erstmal. Und nächstes Wochenende nehmen wir uns dann die andere Quest und die grüne Nebenquest vor. Das ist ein guter Plan. My, thank you so much. Bitteschön. Ich habe jetzt in letzter Zeit so viel Keys geschickt bekommen. Und zwar von echt coolen Spielen. Und die will ich auch alle echt gern auf dem Kanal zeigen. Aber ich weiß nicht, wann. Also ich werde es auch auf jeden Fall machen. Aber das zieht sich jetzt wahrscheinlich über Monate, bis ich ein paar von den Spielen zeigen kann. Leider. Aber so ist das eben. Das ist ja, glaube ich, auch nicht schlimm. Da sind viele dabei, die noch gar nicht erschienen sind. Dann kommt sogar die Let's Play-Reihe den Release-Terminen näher. Das kann ich vielleicht so hinplanen. Das ist cool. Weil wenn ich Keys von Spielen bekomme, die mir echt gut gefallen, dann möchte ich ja auch quasi Werbung dafür machen. Insofern will ich das dann auch einigermaßen hinplanen, dass sich das auch für den Publisher lohnt. Oder für den Entwickler letztendlich. Aber gleichzeitig, das ist wirklich problematisch. Ich hab da glaube ich schon öfter drüber geredet, aber das ist wirklich doof, finde ich. Weil manchmal kriege ich halt Keys für Spiele, die ich teilweise auch angefragt habe. Und wenn ich die Spiele dann spiele, merke ich, nee, gefällt mir überhaupt nicht. Oder ich finde die sogar grundsätzlich schlecht, die Spiele oder so. Und dann will ich halt keine Let's Plays dafür machen. Weil, was ich ganz sicher nicht machen werde, ist, dass ich mich hinsetze und sage, oh, guck mal, wie toll das ist, obwohl ich scheiße finde. Und genauso wenig habe ich Bock drauf, dass ich den Key, den ich bekommen habe, dafür nutze, dass ich dann mich hinsetze und sage, haha, guck mal, wie scheiße das Spiel ist. Und deswegen bin ich da in so einem Dilemma. Aber da ist dann die beste Entscheidung schon, dass ich gar nichts dazu mache. Auch wenn ich da auch ein bisschen. Aber das ist schon das Sinnvollste auf jeden Fall. Aber ja. Nee, es gab leider keine Vorschläge mehr für das Special heute. Ich habe vergessen, dass ich da heute die Umfrage starten wollte. Mache ich vielleicht nach dem Stream noch oder morgen. Ja, nee, da kam leider nichts mehr. You are nothing. Und die Vorschläge, die gekommen sind, passen ehrlich gesagt eigentlich eher zu Let's Play-Vorschlägen alle miteinander und weniger zu Special-Vorschlägen, habe ich das Gefühl. You could have at least tried. Aber gut, wenn eins davon gewählt wird, ich werde die so reinschreiben, dann denke ich mir was aus, dass man da ein Special draus machen kann. Dann
Das ist auch okay. So, bei den Gegnern kann ich mich jetzt, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr trauen, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ein bisschen zumindest. Stay focused. I stand ready. Ja, ich habe mir gedacht, diese Special-Vorschläge kann man mal... Also ich habe die mal das Experiment einfach reingeworfen. Aber wenn jetzt gar kein Interesse dran besteht, kann man das vielleicht durch was anderes ersetzen nochmal. Aber vielleicht besteht ja grundsätzlich Interesse, nur momentan fällt keinem was ein. Dann ist es ja auch okay. Also dann kann man es ja trotzdem lassen. Ich werde auf jeden Fall in der Abstimmung jetzt auch die Vorschläge vom letzten Mal, die nicht gewonnen haben, wieder mit aufnehmen. Und dann kommt er nach und nach schon was zusammen. Den neuen Trailer zum Final Fantasy Remake, ne, den habe ich glaube ich nicht gesehen. Seit der E3 habe ich da nichts mehr dazu gesehen, nichts Aktuelles. Warum ist der besonders gut oder besonders schlecht oder more of the same letztendlich? That is that. Weil das, was man auf der E3 gesehen hat, hat mir echt ganz gut gefallen. Es hat auf jeden Fall Potenzial, ein cooles Spiel zu werden. Witness Bridget Pride. Nee, warte mal. Die könnte da unten... Die Bernadetta könnte wirklich Heilung brauchen. Weil teilweise spamme ich mit meinen Heilern einfach nur, damit die Erfahrungspunkte kriegen und damit der Beziehungsrang zwischen den beiden steigt. Meine Zauber raus, wie sonst noch was. Ob die nun verletzt sind oder nicht. Ab 1 HP minus geht's schon. Aber in dem Fall, wenn jemand wirklich eine Heilung braucht, dann kann man ja ein bisschen schauen. Much needed. Langspeer! Warte mal, den Langspeer kannst du noch eher brauchen als die Rostaxt. Oh, schade. Ah. Dafür 33%, dafür den Stahlbogen durch die Spezialtechnik so kaputt machen. Ah ja, komm, ist ja wurscht. Ein Drittel Erfolgschance, das geht ja doch eigentlich. Naja, schade. Hätte ja sein können. Okay, also im Grunde more of the same. Also neue Gebiete und so weiter, aber jetzt nichts Weltbewegendes. You are not. Ich bin echt gespannt. Also ich frage mich erstens, von den Entwicklungszeiten her weiß man es ja nicht, aber ich habe mich schon gefragt, ob der Riesenerfolg von Resident Evil 2 was damit zu tun hat, dass das Final Fantasy VII Remake plötzlich wieder groß auf der Bildfläche erscheint. Weil das war ja schon lange verschwunden und es gab ja schon Gerüchte, dass das jetzt tot ist und nicht mehr entwickelt wird und was weiß ich was alles. Und dann bam, war es wieder da und alle so, nö, wir haben das natürlich immer weiterentwickelt und fanden das schon immer total toll. Kann Zufall sein, ist eh ganz klar. Aber es könnte in einem Zusammenhang liegen. Es würde zeitlich ganz gut passen. This was beneath me. Ich kann mir auf jeden Fall, aber unabhängig davon vorstellen, dass...
Resident Evil 2 und Final Fantasy 7, wenn es denn hoffentlich gut wird, eine Riesenwelle an echten Remakes. Ich wollte schon Remastered sagen, aber an echten guten Remakes bekommt. Die einerseits respektvoll mit dem Original umgehen, aber gleichzeitig eben alles super cool modernisieren. Was war seit dem Release nicht mehr aktuell vom 15. Ach so, immer recht aktuell. Also ich habe mitbekommen, dass das eine Zeit lang verschwunden ist und dass dann eben auch Gerüchte aufgetaucht sind von wegen, das wird gar nicht mehr entwickelt. Ich meine, keine sehr glaubwürdigen Gerüchte, was ich so mitbekommen habe, aber es wurde gemunkelt. Ohne irgendwelche festen Indizien auch nur. You're outclassed. Aber gut, Hauptsache es kommt und sieht auch noch cool aus. I've got many skills, you know. Bling. Stille. So. Das war jetzt eine schnelle Mission, oder? Die erste Mission hat, glaube ich, ungefähr 50 Minuten gedauert, wenn ich so die Uhr richtig gelesen habe vorher. Und die zweite jetzt 10. Das ist schon irgendwie krass. Da sind wir jetzt durchgerusht wie sonst noch was. Macht schon einen großen Unterschied, ob man eine Level 11 oder eine Level 15 Mission macht. So, ist irgendwer motiviert zu lernen? Ja, Lorenz, na immerhin. Ich habe irgendwie ein Problem mit der Motivation in dem Playthrough von meinen Schülern. Ich weiß gar nicht genau warum. Ich habe ihn jetzt zum Magier gemacht, ne? Dann lern doch noch ein bisschen Glauben, damit du auch gleichzeitig Heilen und Lichtmagie lernst. Ist eigentlich immer gut, wenn man das kombiniert. Boah, sonst ist aber echt, ey. Boah, ey. Na super, da mache ich automatisches Training, was eh wurscht ist. Drei Leute, die zwei Motivationsstufen haben. Na toll. Professor? Eine Frau muss auf sich selbst aufpassen können. Oder erlaubt mir, meinen Schwertkampf zu verbessern. Dann kann ich mich gegen jeden verteidigen. Man kann mit dem Schwert auch künstlerisch arbeiten. Sie will von Vernunft auf Schwerttraining. Wirklich komplett auf Vernunft verzichten und nur Schwertkampf. Okay, von mir aus. Mach das. Wenn sie meint. Interessante Wendung. Oh, du möchtest wissen, was Bernadetta macht. Da besuchen wir Bernadetta mal. Aber wartet mal kurz. Ab wann gehen denn die Fallout-Videos online? Bin so gespannt, was da gebastelt wird. Ich habe vor, dass ich Ende der Woche, spätestens Anfang nächste Woche, mal rumfrage, was schon fertig ist und wie weit es ist. Und dann werde ich anfangen, nach und nach die Videos zu veröffentlichen. So 1 bis 2 wahrscheinlich pro Woche, schätze ich mal. 2 pro Woche klingt gut, glaube ich. Und dann, genau, gehen die nach und nach online, weil dann haben die noch am Rumbasteln sind, noch genug Zeit, um weiterzumachen. Also wahrscheinlich, vielleicht, besser gesagt, geht schon nächste Woche los dann mit den ersten. Da wird wahrscheinlich deines eines der ersten sein. Da muss natürlich erst Dingens rauskommen, weil deines ist ja quasi ein DLC. Aber das wird dann gleich darauf folgend wahrscheinlich kommen. Eins der ersten bestimmt. Auf zu Bernadetta. Great weather today. Perfect for shutting yourself inside, don't you think?
Auf jeden Fall. Es ist immer gutes Wetter, um drin zu sitzen, finde ich. Solange man eine gute Klimaanlage und eine Heizung hat, gibt es keinen Grund rauszugehen. Und ich habe keine gute Klimaanlage. Nicht mal eine schlechte. Wann geht's eigentlich weiter mit Mutant Year Zero? Wahrscheinlich bald. Ich will jetzt den Random Drop Slot um 14 Uhr wieder wirklich konsequent für Random Drops nutzen. Also ganz kurze Reihen, nur eine Handvoll Spiele. Und jetzt wird sich dann Fallout 76 den Platz mit so Reihen wie Mutant Year Zero teilen müssen. Das wird dann wahrscheinlich immer abwechselnd kommen oder so. Damit ich quasi Spiele, die ich länger spielen will, nicht immer auf den 14 Uhr Slot schieben muss, wo es ja eigentlich wirklich nur um so kleine Reihen und einzelne Folgen gehen soll. Aber mal schauen. Aber grundsätzlich wird es demnächst, na, auf jeden Fall irgendwann mal wieder weitergehen. Warum ziehst du dich eigentlich immer so zurück, Bernadetta? Oh, that. Well, I guess I can tell you, Professor. My father's obsessed with money. He's only ever seen me as bait for a rich husband. To train me to be a good wife, he'd do things like tie me to a chair. I tried hard to do as he asked. Honestly, I did. But before I knew it, I just couldn't bring myself to leave my room anymore. Warum denn nicht? I just had this overwhelming feeling of fear all the time. No matter how hard I tried, my father never thought I was good enough. After that, it was just constant scolding. He couldn't say two words to me without mentioning how useless I was. An unmarriageable girl. My life was isolated, to say the least. I wasn't allowed to play with other kids, let alone make friends. Soon, I stopped wanting that. I was happiest alone, but even that made him mad. And when he tried to drag me outside, I kicked and screamed so much, I seriously hurt myself. He's calmed down a bit in recent years. His constant torment was replaced with complete indifference. He mostly acts like I don't exist now. Wie bist du hier ins Kloster gekommen? If you can believe it, I was basically kidnapped. My mother ordered an attendant to stuff me in a bag while I was sleeping. By the time I figured out what was going on, I was already here. For a while, I was sure I was going to die. But here I am. Look at me, still breathing. I'm sorry. I didn't mean to get you down talking like that about my past. Just forget everything I told you. There's no point in talking about myself anyway. Idiot! Oh, this is why everyone hates you, Bernie! Okay, sie wurde also von beiden Elternteilen unabhängig ziemlich schwer misshandelt. Coole Backstory. Ich weiß dein Vertrauen zu schätzen, Bernadetta. What? No, it's not. Oh, Professor, how can you be so kind to me? I don't deserve it. I'm sorry. Please don't look at me. Gründungstag des Heiligen Königreichs Fölges. Im Speisesaal servieren sie spezielle Gerichte. Gehst du hin? Na klar. This is my most favorite dish of all. I love it almost as much as Christology itself. While I have little interest in food, I will admit to a weakness for this one dish. Bling! Jetzt haben wir wenigstens wieder ein paar Schüler und einen Lehrer, der bei mir im Unterricht mitsitzt, die top motiviert sind. What a splendid result! I am rather proud of myself, I must say. Is that so? In any case, I think it's time for a break. Cool.
Ah, die Marianne hat Geburtstag. Machen wir eine Teestunde. Did you need something from me? Ich finde ja die Teestunde schon ziemlich weird. Also wenn man es schafft, ein perfektes Gespräch zu führen, dass man dann so nah ranzoomen kann und die so genau beobachtet und so. Das ist schon echt weird. Aber im Vorgänger für den DS, im direkten Vorgänger für den DS, das ist der, den ich gar nicht gespielt habe, gab es anscheinend ein Streichel-Minispiel, wo man seine Soldaten streicheln konnte und dann sind sie ganz rot geworden und haben sich gefreut. Joa, okay. Dann doch lieber creepy anstarren, würde ich sagen. So, über was reden wir mit Marianne? Was mag Marianne? Marianne mag Katzen. Obwohl, sie mag Vögel. Deswegen könnte sie Katzen vielleicht nicht mögen. Ich glaube, sie mag Katzen. Na also. Sie mag alle Tiere. Niemand bewundernswertes Träume für die Zukunft. Erinnerungen mit Herzrasen. Oh... Träume für die Zukunft. Puh. Glück gehabt. Ein fesselndes Gespräch. Der ideale Magister. Zusammenarbeit. Einschätzen von Freunden. Auch können nicht leichte Sachen kommen wie Religion und so. Das weiß ich, dass sie das mag. Der ideale Magister. Da kann man immer drüber reden, oder? Ja. Cool. I'm sorry. I don't know what to say. Soll ich lachen oder sie ermutigen? Lachen könnte unhöflich wirken, als würde ich sie auslachen. Ich ermutige sie lieber. Ist schon gut, Marianne. Keiner weiß, was er sagen soll. Wir plappern alle einfach ständig vor uns hin. Cool. Und jetzt können wir dieses seltsame Anguck-Minispiel machen. I'm not very good at this sort of thing. So nice. Okay. Hier willst du noch ein Landschaftsgemälde haben. Oh, thank you. Bitte schön. Und jetzt tschüss. Thank you very much for the tea. I look forward to doing this again. Das war seltsam. Okay. Weiter geht's. Thank you so much. Ah. Mission abgeschlossen. Das war zwar nur eine Übung, die Teestunde, oder von was reden wir jetzt gerade? Nee, die letzte Mission natürlich. Aber trotzdem ein beeindruckender Sieg. Gute Arbeit, Magister. Die Ritter des Königreichs waren sogar so beeindruckt, dass sie sich bereit erklärt haben, dem Kloster zu helfen. Yeah. Ja, und weil sie auch den Blickkontakt zu vermieden hat beim Reinzoomen. Dadurch war sie noch unangenehmer wie bei anderen Charakteren. Ach Gott, Japaner. Aber ich glaube, das ist wirklich so ein gesellschaftliches Bedürfnis in Japan, einfach nach menschlicher Nähe. Ich glaube, das ist für die nicht creepy und ich glaube nicht mal irgendwie, na, das ist einfach nur, dass die sich hier digital jemanden anderen näher fühlen können. Und ich glaube, dass es so ein Bedürfnis war, dass es Mangelware in Japan. So ein bisschen. Zumindest, wenn man gut integriert ist und ein tüchtiger Arbeiter. Machen wir Öl und Wasser. Ein verstörendes Gerücht macht im Kloster die Runde. Manuelas und Hannemanns Reaktion darauf könnten unterschiedlicher nicht sein. Ich bin auf der Seite von Hannemann, weil er hat den schöneren Namen. So entscheide ich eigentlich grundsätzlich immer, wen ich sympathisch finde und wen nicht. Der Namensklang. You. It's raining, Professor. On rainy days, the wound I got from the Death Knight hurts like fire. Every time it aches, I get angry. You understand, yeah? I'm sure they had their reasons to kidnap Flame, but still... Did they really need to stab me? What'd I have to do with it? They ruined my beautiful porcelain skin. Worse, they took off before I could stab them back. So rude. That's rather enough, Manuela. Cease your moaning and give the professor a break.
Oh, stuff it, Hanuman. Hanuman. Unlike you, the professor has a big heart and listens to me talk about any problem I have. More likely, your incessant ramblings offer no chance to interrupt. Is that true, Professor? Nein, in dem Fall muss ich echt sagen, dass Manuela gar nicht stört, Hanuman. Trotz coolem Bart und trotz coolen Namen kann ich dir da nicht recht geben. I knew it. Hallo, Ramsi. You listen to me because you care about me, don't you? Ugh, go away, Hanuman. Leave us alone. And stop making me shout. It causes the old wound to hurt again. Then perhaps you'd best stay quiet. Keep your emotions in check, I'd say. Ist die alte Wunde, von der sie da redet, nicht ungefähr gerade mal 2 Monate alt oder so? Ich würde sagen, wir vertragen uns jetzt alle und sind Freunde. Weil ihr seid alle beide wahrscheinlich alt und erwachsen und führt euch auf wie meine Schüler. Schlimmer wie meine Schüler. Und eure Schüler. Oh, don't worry, Professor. We do this all the time. Indeed. Manuela and I do not mix well. Been true for years. That said, if it were up to me, I would prefer speaking to her in a calmer manner. It's not like I enjoyed bickering with you. So maybe keep your mouth shut more often. Ich finde es eigentlich echt schade, dass die beide keine Love-Interest-Option sind, Hanuman und Manuela. Finde ich irgendwie cool. I state that which needs to be heard. For example... Jetzt vertragen wir uns doch. I'm sorry, I couldn't help it. Same, same. Apologies. I am here because I have new information on the Death Knight's hiding place. What? Really? You could have started with that. Several students have reported possible sightings on the western edge of the sealed forest. While the authenticity of these reports has yet to be verified, it is still a very real possibility. I was thinking I would report this to Seth as a precaution. What? Why? We can't be slow. He's going to get away. Protocol on this matter requires reporting to Seth, then Lady Rhea, then... Professor, let's leave this old geezer behind and get going. Old geezer? I am barely 15 years your senior. I will not hear such... Stop talking! Let's gather a team and get going! Echt? So alt sieht Hanuman gar nicht aus. Na gut, okay, 15 Jahre älter. Jetzt wenn wir sagen, Manuela ist 40 oder so, ist er wahrscheinlich 55. Das ist ja, das geht ja noch. Das kommt schon hin. Man kann nachschauen, wie alt die sind. Das würde mich jetzt interessieren. Ich glaube, das mache ich nachher mal. Einverstanden. Starten wir die Nebenquest. I'll go scout ahead. I'm coming for you, Death Knight. Manuela, wait. It would not do to get yourself killed without someone to avenge you. My thank you so much. Entsendungen insgesamt. Thanks so much. Es ist schon krass, wie beliebt diese Edelgard-Schule ist. Ich habe mich ja spontan beim ersten Mal für Claude entschieden. So, schauen wir mal, wer hier mitmacht. Zeppoloni, Hanuman und Manuela müssen mitmachen. Wen nehme ich dann von den anderen noch mit? Ich sollte jetzt hier wirklich drauf schauen, dass die auch einigermaßen mächtig sind. Ah, guck mal, Edelgard ist gar nicht dabei. Hubert, Petra, Bernadetta. Mehr kann ich schon nicht mehr. Oh, das sind echt wenig. Dann nehmen wir Dorothea hier noch als Adjutanten mit zum Trainieren. Ach doch, Edelgard ist dabei. Ich habe sie nur nicht gesehen. Na dann. Wartet mal. Vielleicht schmeiß ich lieber irgendwen... Ich glaube in dem Fall echt fast die Bernadetta raus und nehme dafür den Ferdinand mit, weil der ist einfach unsterblich. Und Bernadetta geht mit Ferdinand mit.
So machen wir das. Und mit der Petra kommt auch noch wer mit der Linhard. Oh, jetzt habe ich überhaupt keinen Heiler. Einen Heiler sollte ich schon mitnehmen. Ja, dann schmeiße ich jetzt die... Wer ist denn... Na, keine Ahnung. Okay, dann schmeiße ich jetzt den Hubert zugunsten von Linhard raus. Und Linhard nimmt sich den Hubert als Begleiter mit. Moment, das geht nicht. Warum geht denn das nicht? Weil ich nur zwei Adjutanten momentan mitnehmen kann. Mein Dozentenrang ist noch nicht hoch genug für drei. Ich bin nur verwirrt. Okay, gut. Dann starten wir. Wird schon gut gehen. Sepoloni, Edelgard, Hannemann und Manuela müssen also überleben. Also quasi eh alle. Even if she's only got herself to blame, we cannot abandon her. We have plenty of visitors today. Let's stop their annoying rescue attempt. Moment, was ist... Now that is a woman. Uh-oh, they've noticed me. Here they come. Ach so, Manuela ist quasi alleine auf ihrem Rachefeldzug vorgelaufen. Und wir sind hinterhergelaufen. Und jetzt steht sie hier, ganz alleine und überall sind Gegner. Das ist echt ein bisschen gemein. Hol dir mal die kostenlosen Erfahrungspunkte. Ja, warum nicht? Lassen wir sie mal hier stehen. Die ist auch noch so niedrig levelig. Oh Gott, ich hoffe, ich schaffe das rechtzeitig zu ihr. Das ist ja schon wieder voll nervig hier. Habe ich irgendwen dabei, der teleportieren kann als Zauber? Ja, er kann teleportieren. Dann habe ich vielleicht einen Plan. Mist. Ich kann ihn nicht hier hoch teleportieren. Zumindest nicht in der Runde. Dann machen wir es in der nächsten Runde. Wie weit kannst du laufen? Na gut, in der wird schon gut gehen. Edelgard, kannst du alleine da oben alle umbringen, bitte? Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht, ob das hinhaut. Edelgard ist schon so ziemlich unsterblich, aber das sind auch echt viele Gegner. Ich bin gespannt. Ob das eine gute Idee ist. Wäre cool, wenn das gehen würde, dass sie alleine den Berg hochgeht und da alle aufhält, damit alle anderen möglichst schnell der Manuela helfen können. I am Ferdinand von Eyre. Ach, wisst ihr was? Ich lasse hier die Petra noch hier als Unterstützung. Die beiden machen das. Ready to fight. Weil die Edelgard ist quasi unsterblich, diesen Tank, und die Bernadetta kann alle mit einem Schlag weghauen. Ich glaube, die sind ein gutes Team, wenn ich die richtig einsetze. Ah, Magie ist natürlich gefährlich, aber auch nicht so gefährlich. Ja, ich hab's befürchtet. Jetzt kommt er nicht zum Magister, um den zu teleportieren. Aber vielleicht ist es sogar klüger, dass wir den Ferdinand hierher teleportieren. Weil der kann mit seinem Pferd reiten wie der Wind. Wie der Wind, Ferdinand. Wie der Wind. Nur das Gebüsch ist ein bisschen langsam. Naja, wird schon gut gehen. Hoffentlich. Ah, wartet mal, das ist eine gute Idee. Machen wir den Gruppenangriff, dann können wir einen killen wahrscheinlich. Der andere ist so gut wie weg. Nein, er weicht aus. Ja, das bringt natürlich meine wundervollen Pläne ein bisschen durcheinander. Witness Bridget Pride. Show me more. Aber die beiden schaffen das trotzdem. Okay, Hannemann, puste doch mal den da weg. Do try again. Danke, Hannemann. No hesitation.
As expected. So, Manuela ist noch nicht in Gefahr, theoretisch. Wie weit kommt denn der? Der Busch dürfte sie ja doch ein bisschen schützen. Ah, der kommt leider bis zu ihr. Ich hätte mich sonst mit dem Bogenschützen angelegt. Aber dann warten wir mal. Lassen wir Manuela noch mal eine Runde hier hinten stehen. Ah ja, die können sogar den Magier zum Schweigen bringen. Dann muss Ferdinand einen Angriff weniger in der nächsten Runde aushalten. Aber mit Mann ganz schön rein, das hätte ich nicht gedacht. Jetzt stirbt die Petra wahrscheinlich, wenn der andere sie auch noch angreift. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich hätte noch ein bisschen Hoffnung gehabt, weil er nur eine 76%ige Trefferwahrscheinlichkeit hatte, der andere. Hat aber nicht hingehauen. Ja gut, wartet mal. So. Die Edelgard hat vorher so brachial daneben gehauen. Wenn die mit ihrem Angriff trifft, dann sieht das Ganze gleich ganz anders aus. Dann kann die Petra nämlich den Magier killen und dann... Ja, ist gleich alles viel besser. So, und alles andere machen wir genau wie vorher. Should have studied harder. Stay focused. Each battle a chance to grow. Let's take them out. Tada! Okay, cool. Der hier läuft anscheinend sogar an ihr vorbei. Das ist voll super. Ich kann jetzt hier mit ihr ein bisschen ausweichen. Von hier oben ein paar Magier erstummen lassen. I can fight through anything. Und Ferdinand hat schon ein bisschen was abgekriegt, aber das hält er aus. Schon echter Ferdinand, der hält das aus. The mark of nobility. Warum nicht? Bisschen Heiltränke geht das schon. As expected. So, wer hat noch nicht... Ach, ihr oder unten hat noch nicht. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt mit unserem Heiler doch lieber mit den beiden mit. So brenzlig ist die Situation gar nicht mehr. Hannemann kann ruhig noch durchs Gebüsch laufen. Ach was, Hannemann geht auch hoch. Was soll's. Haha. Loser. Nicht schlecht. Wenn er noch Schaden gemacht hätte. Ah, schade. Kann sie nicht One-Hit killen? Doch schon. Ja, okay, machen wir. Hat zwar ihre Axt ganz schön kaputt gemacht, aber das war's wert, finde ich. Victory received. Victory received. Finde ich super. You didn't give it your all.
really made this my own. Ah, sie ist jetzt die perfekte Priesterin. Besser kann man gar nicht mehr rumpriestern, wie sie jetzt priestert. Die zwei sind auch meine Schüler. Ja, eben, das ist ja gerade das Seltsame. Warum? Warum sind die zwei auch meine Schüler? Hannemann und Manuela. Aber gut. Well done. Was der Hauptcharakter für kritische raushaut, ist echt irre. So, cool. War gar nicht so brenzlig für Manuela, wie ich dachte. Erstens, weil sie ein bisschen auch auf sich selbst aufpassen kann. Und zweitens, weil die sie komischerweise echt ignoriert haben. Der eine Kerl ist einfach an ihr vorbeigelaufen. Zum Glück. Ah, perfekt. Thank you. Ferdinand braucht wirklich Heilung. If only my... I am Ferdinand von Eyre. Ah, oh, Fliegende. Oh, das ist immer gefährlich. It all comes down to this. Sehr gut. Danke, Edelgard. Oh, 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 oh. Ich hab's geahnt, dass es gefährlich ist, sie fortzuschicken. Aber ich dachte, mir wird schon gut gehen. Ist nicht so gut gegangen, leider. Aber wir haben hier noch ein paar extra Leben. Wo ist sie denn? Manuela, genau. Manuela... Let's take them out. Geht leider nicht. Ah, ich weiß nicht. Komm, geben wir jetzt kein Risiko ein. Bleib einfach hinten. I will prevail. Bleib einfach ein bisschen hinten. Noch eine Runde und dann kannst du ihr nachkommen. Dann geht nichts schief hier. So, und alles andere machen wir wieder genau wie vorher. I am Ferdinand von Eyre. Ferdinand wird die schon aushalten. Interessant, das meiste läuft zwar genau wie beim letzten Mal, aber ein paar Gegner sind ein bisschen anders gezogen. Die stehen jetzt auf einem leicht anderen Feld als vorher. I will get the victory. Perfekt. Sie schafft es. Oh, aber nur mit einer 56%igen Wahrscheinlichkeit. 76, die nehmen wir. Ansonsten muss es Hannemann richten. Gut. Witness Bridget Pride. You inspire. So. Das war nur wieder so eine, wie ich vorher gesagt habe, so eine reine, da gibt es Erfahrungspunkte dafür, Heilung, die nicht wirklich notwendig war. Ach komm, jetzt bleibt dem ein HP übrig. Das ist echt gemein. Watch and learn. Watch and learn. As expected.
a plan. Machen wir Tumult. Na gut, aber wenn ich das jetzt mache, dürfte sie dann der Gegenschlag nicht umbringen und dann ist alles gut. Also Gegenschlag eh nicht, aber der Angriff nächste Runde, den meine ich. Das dürfte jetzt alles gut gehen. Und hier mache ich mal noch einen Ansturm. Wow. Puh. 20 Schaden, das war gar nicht so ohne gewesen, aber... Perfekter Outcome hier. Wunderbar. Mein Gott, die Fliegenden, oder? Die Fliegenden sind bei den Gegnern irgendwie so überpowered. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Selber sind Fliegende wirklich nicht gerade die allernützlichsten Einheiten. Und wenn der Gegner Fliegende hat, sind die so gefährlich. Ich meine, Ferdinand ist echt ein krasser Tank, dass die dem 24 Schaden in einer Runde machen können. Ist echt krass. Viermal ein Schaden ist eher normal. The mark of nobility. This can't be right. We'll work together. We've got to try. So, einer besiegt, einer betäubt. Und jetzt holt bitte diesen Vogel hier runter. Guck mal, die kann dem überhaupt nichts tun im Grunde. Ey, es ist so krass. Warte mal, schafft ihr zwei das überhaupt gemeinsam, dass ihr den Vogel fertig macht? Boah, aber ey, shit. Ah, er schafft es aber sogar alleine. Preparations are complete. This was beneath me. Ein Magieschild kann sie verleihen. I'm grateful. So, so. One, two, three, four, five. Hätte sie wahrscheinlich gesagt, wenn ich sie nicht unterbrochen hätte. Das sagen die immer. Die Tagesschau schreibt, es gibt 14.000 Atomsprengköpfe, genug, um uns auszulöschen. Da kann es ja bald losgehen. Ja, aber ich finde das ehrlich gesagt immer sogar ein bisschen enttäuschend, ist nicht das richtige Wort, aber ich bin nicht beeindruckt. Weil wir schaffen es zwar mit all unseren Atombomben, wenn man das hochrechnet, die Menschheit ziemlich sicher auszulöschen, weil der Planet für uns echt nicht mehr bevölkerbar ist. Wenn die gut verteilt sind, gut eingesetzt, gut unter Anführungszeichen. Death God Gang? What kind of childish nonsense? Where's the Death Knight? Ah, habt ihr das gesehen? Interessant, jetzt sage ich meinen anderen Gedanken noch schnell zu Ende, aber ich hoffe, dass ich den nicht vergesse. Genau, wir können zwar uns ziemlich sicher auslöschen, Bunker hin oder her, das überstehen wir nicht, das dauert zu lange. Und wir können alle höheren Säugetiere wahrscheinlich mitnehmen, aber der Erde und dem Leben auf der Erde ist es komplett scheißegal. Wir schaffen es nicht mal, unseren eigenen Planeten kaputt zu machen. Nicht mal das schaffen wir. Was können wir überhaupt? Lächerlich. Naja, und mein anderer Gedanke ist, dass die Bande hier die Todesgottbande heißt und die wurde verwechselt mit dem Todesritter. Und weil ja die Merlin auf Japanisch spielt, weiß ich zufälligerweise, dass der Todesritter im Japanischen auch als Todesgott bezeichnet wird, ne? Wie heißt das gleich nochmal? Shingami. Shingami. Genau.
Das heißt, im Japanischen ist es quasi die Todesgottbande und die wird mit dem Todesgott verwechselt. Und das macht ein bisschen mehr Sinn. Als die Todesgottbande und der Todesritter. Ach so, Todesgottritter heißt er anscheinend. Aber gut. Für die Erde wäre es super. Ja, ich meine... natürlich gibt es in Wirklichkeit kein Bewusstsein und so. Der Erde ist das alles relativ wurscht. Aber theoretisch kann dann eine andere Art mal das Kommando übernehmen und vielleicht macht es besser als wir. Also so schlimm ist das gar nicht, wenn sich die Menschheit selber auswischt. Dann muss es so sein. Es gibt ja auch die ziemlich frustrierende, aber durchaus realistische Theorie, warum wir keine außerirdischen, intelligenten, hochtechnologischen Leben bis jetzt gefunden haben und warum das Universum so leer wirkt, obwohl es so riesig ist oder beziehungsweise obwohl es per Wahrscheinlichkeit eigentlich super viele Zivilisationen überall geben müsste, riesige, dass einfach so ein gewisser Punkt an technologischem Fortschritt gibt, den so eine Zivilisation, so eine Kultur nicht überleben kann im Grunde, weil sie sich entweder absichtlich oder aus Zufall selber auslöscht, weil die Möglichkeiten, dass ein Unfall passiert oder dass eben ein gewaltsamer Konflikt ausbricht, einfach immer wahrscheinlicher und wahrscheinlicher werden, je krasser die Technologie fortschreitet, beziehungsweise die Konsequenzen von so einem Konflikt immer vernichtender, und dass einfach die Wahrscheinlichkeit, dass eine Spezies es schafft, in ein Zeitalter zu kommen, in dem man im großen Maßstab das Universum bereist, ziemlich gering sind, im Gegensatz zu der Wahrscheinlichkeit, dass man sich auf dem Weg dahin selber auslöscht. Und das klingt plausibel, auch wenn es echt traurig ist. Aber das ist eine mögliche Antwort auf die Frage, warum wir bis jetzt noch alleine scheinen im Universum. Mir gefällt aber die Antwort besser, dass einfach der unglaubliche, riesige, räumliche Maßstab und der zeitliche Maßstab einfach so weit voneinander abweichen, dass es echt unwahrscheinlich ist, dass sich das überschneidet. Also vielleicht gab es schon ein riesiges intergalaktisches Imperium vor langer Zeit und wir haben es nicht mitbekommen, weil wir noch nicht so weit waren. Und vielleicht gibt es momentan riesige Netzwerke aus sonnensystemumspannenden Superzivilisationen, aber die sind ganz weit weg von uns. Selbst in unserer Galaxie ist genug Raum, dass da 50 Super-Riesen-Imperien existieren können und keiner kriegt was von dem anderen mit. Wer weiß. Ja, also ich habe da so ein Video dazu gesehen, das war ganz schön, das war ganz schön aufbereitet, was passieren würde, wenn wir theoretisch, das waren nicht nur alle Atombomben, sondern theoretisch unser ganzes waffenfähiges nukleares Material in Bomben umbauen und damit die ganze Erde bomben, was dann passieren würde. Und da würden wir es wirklich schaffen, so ein Ödland für unsere Verhältnisse zu erschaffen. Aber kleinere Wirbeltiere wie Mäuse und Ratten und sowas hätten sogar die Chance zu überleben und Meeresbewohner und Insekten hätten sowieso überhaupt kein Problem, die meisten oder viele zumindest. Nur wir und Elefanten und Kühe und alles, was ein bisschen zu groß ist, um dann in diesem kargen, rohstoffarmen Land zu überleben, das hat dann ein Problem. Und dann werden sich halt aus den kleinen Kräutern und Gräsern und so weiter wieder neue Riesenpflanzen entwickeln, schon langsam. Aber wir sind dann schon lange weg und alles, was wir mal hatten. Ich finde das eigentlich witzig. Ich finde das eigentlich irgendwie ganz nett, die Vorstellung, dass wenn jetzt morgen plötzlich, bam, die Menschheit einfach verschwindet, aufhört zu existieren, ohne Atomkrieg, ohne Bomben, ohne Zerstörung, einfach weg, dass dann die Pyramiden in Ägypten das Letzte ist, was von der Menschheit noch übrig bleibt. Alles, was wir jetzt haben, löst sich schon viel früher auf und ist nicht mehr nachzuweisen, abgesehen von ein paar kleinen Relikten und Bröseln. Aber die Pyramiden stehen noch ziemlich lange. Das finde ich schon irgendwie eine nette Vorstellung. Manuela, are you uninjured? A few scrapes and bruises, but yes, I'm well enough.
Ja, das kenne ich auch mit den Menschen als Infektion für den Planeten quasi. My thank you so much. How could anyone think that was the Death Knight? It was obviously just an ordinary bandit. Oh well, I may not have found my revenge, but at least we got to retrieve stolen goods. Manuela, you unthinking fool. Hanuman, I've heard enough already. How bloody stupid are you? If that were the real Death Knight, you'd have new, likely fatal wounds to match your first. Do you know how much you worried all of us? You should be ashamed. Oh, no. Entspannt euch, uns geht's doch allen gut. This is a matter of life and death. It should not and must not be taken lightly. You're right. So there, I said that. It's true, but... I'm sorry. I'll apologize to everyone later. I should say I'm sorry as well. I lost my temper just now. Das finde ich schön. Ich wollte es nämlich auch gerade sagen. Natürlich hat er recht, dass das ziemlich bescheuert war von ihr, aber man muss nicht gleich so vorwurfsvoll reagieren. Davon hat keiner was. Aber er sieht selber ein. Deswegen mag ich die beiden. I see you act so irrationally and I lose my wits. I care about you a great deal and wish to see you safe. Will you believe me? Yes, of course. I'm the same way after all. I let my emotions get the best of me. We're both too old to be shouting all the time. Dann vertragen sich jetzt also alle wieder. You're awfully quick to put a bow on this. Are you sick of us already, Professor? You're part of this, Professor. We are the only teachers this academy has. No need for bickering. Well said, Hanuman. Would you care to join me for a celebratory drink? That sounds lovely. Perhaps a nice cup of tea is in order. Yeah. Was denken die in der Zukunft wohl von uns, wenn die was von uns ausgraben? Ja, das frage ich mich auch. Ich mag das immer, wenn Videospiele vor allem quasi das so simulieren und so total bescheuerte Spekulationen anstellen. Wie es zum Beispiel Mutant auch macht, Year Zero. Das finde ich immer ganz schön. Was wollte ich sagen? Ich weiß nicht mehr. Ach, fangen wir jetzt noch eine Quest an? Schaffen wir die in 10 Minuten? Ist nur eine Level 13 Quest. Beeilen wir uns. Machen wir noch. Aber dadurch, dass unser Zeitalter so digital ist, das wollte ich sagen, ist es ja scheinbar so, dass fast alles, was wir so an Informationen und so weiter gesammelt haben, auch über uns, innerhalb von ein paar Jahrzehnten schon weg ist, sollte unsere Zivilisation zusammenbrechen. Und dass dann in ein paar hunderttausend Jahren wir wahrscheinlich ein total verlorenes Zeitalter sind, wo man nicht weiß, was da passiert ist. Ein zweites dunkles Zeitalter war eher aufgrund von Informationsknappheit. Wobei, es gibt auch viel Geschriebenes über unsere Zeit. Oder in Buchform. Das könnte länger erhalten. Naja gut, aber so habe ich es gehört von irgendwelchen Zukunftsforschern. Die werden es schon wissen. Hoffe ich. Es klingt plausibel. Also ich meine, gut, ist klar. Digital ist es wirklich alles weg. Das schlägt natürlich riesige Lücken in unser Zeitalter. Da unser Zeitalter halt einfach mal fucking digital ist. Hallo, ich will mal zur Schmiedin, bitte. Wir müssen mal ein bisschen schmieden, nämlich. Wir haben ein paar kaputte Waffen. Wie das hier zum Beispiel. Is that the one? Thanks a bunch. Aber sonst eh nicht viel. Oh ja, die Meisteraxt. Yeah, upgrade. Is that the one? Machen wir. Thanks a bunch. Jo, warum nicht? Is that the one? Thanks a bunch.
So, sonst glaube ich, ist noch alles relativ cool, yo. Passt schon. Come back soon. Die haben sich auch ein bisschen verändert, oder? Die Anna. Die ist ja so ein bisschen so ein Running Gag. Die kommt in jedem Fire Emblem immer vor. Die ist so ein Doctor Who. I am Ferdinand von Eyre. Aber die haben sie ein bisschen umdesignt hier. Only a fool challenges me. Was meinst du denn damit, Doofkopf? Stimmt. Ich meine, es machen ja wirklich, von wegen Höhlenmalen, es machen ja wirklich viele Wissenschaftler so Zeitkapseln und sowas. Die suchen ja eben immer wieder nach Möglichkeiten, das finde ich ziemlich cool, wie man quasi unabhängig von Sprache und so weiter Informationen übertragen kann in eine andere Zeit, damit die das auch wirklich entschlüsseln können, damit die trotzdem noch von uns lernen können, auch wenn wir schon lang verpufft sind und nichts mehr von uns übrig ist. Und das wird dann in irgendwelche Steintafeln gemeißelt und irgendwo wirklich in Höhlen versteckt, also gar nicht so weit von Höhlenmalereien entfernt. So, dass es halt so lang wie möglich für Menschen, die nach uns kommen, entdeckbar und nachvollziehbar ist, damit die doch noch aus unseren Fehlern lernen können. I will get the victory. My turn. Thanks. Stay focused. So, ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu schnell mit ein paar von meinen Figuren vorgerusht, weil ich war schon ein bisschen unvorsichtig jetzt gerade vor lauter Quatschen. Die Dorothea könnte jetzt eine schwere Zeit haben. Naja, erstmal bombt sie den da übelst weg. Ach so, na gut. Das ist ja Veränderung. Die passiert ständig. Es bleibt nie was gleich. Das sehe ich nicht kritisch. Das ist mir eigentlich egal. So Veränderungsprozesse, das, mein Gott, da bin ich nicht so. Ich habe auch überhaupt kein Wertempfinden für Traditionen oder irgendwas in der Art. Heute ist das irgendwie traditionell und kulturell wichtig und morgen ist es ganz anders und gestern war es total anders. Das ist mir alles total wurscht, ehrlich gesagt. Ich habe immer an den generellen Fortschritt geglaubt. Ich habe immer gedacht, dass auch wenn es mal so kleine Rückschläge gibt und auch wenn es ganz starke Veränderungen innerhalb von Kulturen und Wertesystemen gibt, dass letztendlich alles progressiv ist und letztendlich zu einem besseren Menschenbild hinführt. Ich bin mir leider inzwischen nicht mehr sicher, ob das stimmt. Ich würde es gern immer noch glauben, aber ich habe das Gefühl, so seit den 80ern, die Menschheitsgeschichte war wirklich so progressiv. Immer ging es voran, immer besser, immer aufgeklärter, immer weiser, die Menschheit. Und ich meine, kleine Rückschläge und so ist eh ganz klar, aber im Großen und Ganzen ging es immer vorwärts. Und seit den 80ern habe ich das Gefühl, geht es wieder ein bisschen abwärts mit uns schön langsam. Und vielleicht ist es nur ein kleiner Wubbel und wenn man sich in 1000 Jahren eine Statistik des menschlichen Fortschritts anguckt, fällt gar nicht auf, was da für ein kleines Trump-Loch da in der menschlichen Progression auf einmal ist. Aber ich mache mir Sorgen. Vielleicht haben wir jetzt den Höhepunkt der menschlichen Entwicklung erlebt, miterlebt und ab jetzt geht's nur noch bergab. Zum Glück leben wir nicht lang genug, dass wir es miterleben müssen wahrscheinlich. Wenn es denn zum Schlimmsten kommt. Winning's always nice. Nee, aber ich bin wirklich immer noch guter Dinge. Wenn nicht morgen ein riesiger Asteroid einschlägt und die Menschheit einfach wegputzt, sowas kann natürlich jederzeit passieren. Aber ansonsten glaube ich, dass die Menschheit trotzdem einen Fortschritt macht. Einen Fortschritt Richtung Vernunft, Richtung Aufklärung, Richtung
Menschenrecht und Gemeinsamkeitsdenken oder so. Und das lässt sich auch nicht mehr aufhalten, glaube ich. Ich hoffe es. For Lady Edelgard. Another. Na, ich würde sie echt gerne vorschicken, aber ich traue mich nicht. Es sei denn, sie schafft hier einen wegzukillen, aber das schafft sie nicht. Nee, Bernadette, dann wart mal hier noch. Nächste Runde kannst du dann super reinhauen. Jetzt lassen wir Edelgard die erstmal anlocken. I'm grateful. Und die Petra. Und den Ferdinand. Würde ich sagen. So, hauen wir den weg. As expected. Practice yields results. Ja, ich meine eben, es gibt grundsätzlich natürlich überall viele Berg- und Talfahrten in der kulturellen Entwicklung von der Menschheit. Victory. Aber wenn man das große Ganze betrachtet, dann scheint mit wenigstens immer noch die Tendenz eine sehr positive zu sein. Von der Steinzeit übers finstere Mittelalter bis heute die moralische Entwicklung, nicht nur die technologische, nicht nur der Wohlstand, sondern eben auch das Denken und das Wertesystem hat sich zum Besseren verändert insgesamt. Und dann bricht auch mal wieder alles ein, aber danach wird es in der Regel wieder besser, weil man dann doch draus lernt. Anscheinend. Anscheinend doch auch langfristig, auch wenn es manchmal nicht so scheint. Aber wer weiß. Back to the fray. Should I have held back? We must stop. Na gut, ich meine, das hängt natürlich vom Blickwinkel des Betrachters ab, aber also, keine Ahnung, ein totaler Nationalist würde jetzt wahrscheinlich nicht meiner Meinung sein, dass globale Kooperation was Produktives ist. Aber der hat halt dann einfach nicht recht in der Beziehung. Das ist, finde ich, irgendwie eigentlich was, das man relativ leicht... Das ist, na, ja, man kann schon eine andere Meinung haben, aber die ist halt dann bescheuert. Wenn man glaubt, dass die Menschheit langfristig davon profitiert, dass alle ihre Grenzen zumachen und nicht mehr miteinander reden, dann ist das einfach keine sehr weitdenkende Meinung. Aber vielleicht will man auch gar nicht weit in die Zukunft denken. Vielleicht will man gerade nur an sich denken und alles andere ist einem wurscht. Dann kann sowas vielleicht sogar manchmal vorteilhaft sein, aber dann ist man meiner Meinung nach ein ganz schön egoistisches Arschloch. Ta-ta-ta-ta! My, thank you so much. Thanks so much.
much. Bitteschön, kein Problem. Ich finde das immer so weird, dass die sich alle der Reihe nach dann bedanken, weil sie die am meisten Entsendeten sind oder so. Thank you. Ratze ist dann nicht so optimistisch. Ja, wie gesagt, ich zweifle auch daran, aber ich halte daran fest. So, jetzt müssen wir noch bis zum Anfang der nächsten Schlacht spielen und dann speichere ich. Nee, warte, ich kann hier speichern. Dann machen wir das. Mein Vater wollte dich wohl auf die Probe stellen und besser beurteilen zu können, ob der Soldat des Hauses bla 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 bla. Ich werde ihm wahrheitsgetreu melden, dass du jede Hilfe verdienst. Das heißt, wir mussten jetzt beweisen, dass wir gut kämpfen können, damit er uns hilft. Und wenn wir nicht gut wären, hätte er uns nicht geholfen, obwohl wir dann die Hilfe brauchen könnten. Und weil wir sie nicht brauchen, hilft er uns. Okay, von mir aus. Na gut, Leute, dann machen wir jetzt Schluss für heute. Pünktlich, wie die Maurer. Und mein Kater hängt auch schon wieder Mikrofonkabel. Perfektes Timing. Na gut. Dann geht's morgen. Genau, stimmt. Morgen geht's ja dann mit einem extra langen Stream weiter. Und die morgige Quest, die jetzt bevorsteht, die wird echt spannend. Die wird echt cool. Weil danach kommt, glaube ich, eine Entscheidung, die alles verändert. Und das wird echt spannend. Ich bin echt gespannt. Ich freue mich drauf. Na gut, dann bis morgen. Macht's gut. Gute Nacht. Ciao.